Die Dominanz der englischen Teams in Europa ist laut Peter Stöger das Resultat der Entwicklungen der vergangenen Jahre. Die massiv gestiegenen Einnahmen durch die TV-Verträge seien dabei nur ein Faktor des Erfolges des Premier League. Du kannst nicht alles auf die Kohle herunterbrechen, weil mit viel Kohle kannst du auch viel Schwachsinn machen, sagte Stöger im Check24 Doppelpass auf Sport1. Wenn du das über Jahre oder Jahrzehnte hast, sind diese Mannschaften einfach vorne, weil sie nicht permanent Fehler machen. Bildergalerie Premier League Team des Jahres mit Van Dijk, Pogba und Sterling 14. Bilder Christian Ziegel, der für den FC Middlesbrough, den FC Liverpool und Tottenham Hotspur in der Premier League spielte, führt den momentanen Erfolg auch auf die Arbeit im Nachwuchs zurück. Die U-Mannschaften waren sehr erfolgreich und bringen immer noch viele Spieler hervor. Sie werden verliehen, dass sie Spielpraxis haben. Die Ausbildung haben sie sehr stark verbessert, sagte Ziege. England profitiert von internationalen Top-Trainern. Hinzu kommt, dass im englischen Oberhaus so viele ausländische Top-Trainer wie in kaum einem anderen Land arbeiten. Nur 5 Erstligisten werden aktuell von einem Engländer gecoacht. Sie haben sich die besten Trainer der Welt gekauft. Früher war jeder, der von außen kam, mit seinen Ideen verdächtig, sagte Sport1-Experte Marcel Reif. Meistgelesene Artikel Motorsport, Formel 1 Hamilton zu Ferrari. Das sagt Wolf Hint. Fußball, Premier League Guardiolas kurioses Liverpool-Verbot Hint. Fußball, La Liga Ultras stellen Rakitic zur Rede. Motorsport, Formel 1 Hülkenberg brockt sich Strafe ein. Fußball, Champions League Betrüger, heftige Kritik an Suarez, das gratis testen und die Europa League live. Das wird dann auch belohnt. Bruchhagen glaubt an deutsche Trainer, um international den Anschluss nicht zu verlieren. Dient dieser Ansatz, ausländische Trainer zu holen, der Bundesliga laut Haribert Bruchhagen aber nicht unbedingt als Vorbild. Bildergalerie Kovic, Rose, Hacking, Baum, Kovac und Co. Das Trainerkarussell der Bundesliga 46 Bilder. Wir dürfen uns mit unseren Trainern nicht kleiner machen als wir sind. Die jungen Trainer, die eine Chance bekommen, müssen sich auch erstmal beweisen, sagte der frühere Boss von Eintracht Frankfurt. Es gibt auch namhafte Trainer, die von außen gekommen sind und keinen großen Erfolg hatten. Das hat das Beispiel Carlo Ancelotti gezeigt. Bruchhagen hat Vertrauen in die deutsche Trainerlandschaft und bezeichnete die aktuelle Situation als Übergangsphase. Die Frage ist, wie wir von außen Spielerqualität in die Bundesliga holen können, um wettbewerbsfähig zu sein. Das mache ich nicht so sehr vom Trainerbild abhängig. Let's block it's why.